Dank, lieber Sigmar. Gabriel, ob das letzte mehr, weniger als 3 Minuten waren, das weiß ich jetzt nicht. Lassen wir mal offen. Vielen, vielen Dank. Und jetzt möchte ich das Wort zu ergreifen, aber es ist mir aufgefallen bei dem, was ich hier gelesen habe, dass einige Dinge doch nicht das Übliche sind für eine so politische verantwortliche Tätigkeit, also dass Sie die Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft haben, das ist bekannt, dass Sie vorher auch Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin waren, das ist auch bekannt, dass Sie in der Bund-Länder-Koordination tätig waren, ist vielleicht auch einigen, aber nicht allen bekannt. Aber wahrscheinlich nicht allen, dass Sie Mitglied im Komitee von UNICEF Deutschland sind. Und das hat mich, Zentralkomitee der deutschen Katholikin, von Katholikin zu Katholikin, okay. Aber was mich doch sehr beeindruckt hat, dass Sie Vorsitzende des deutschen Freundeskreises von Yad Vashem sind. Und dies alles vereinen Sie. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Sie haben das Wort. Das war jetzt wessen Wasser? Hier ist ein frisches. Ach du. Gut, danke. Wir vertreten ja auch die Wasserwirtschaft. Insofern ist das ganz gut, dass ich mich hier kaum retten kann von neuem Wasser. Liebe Frau Professor Schwarm, meine sehr verehrten Damen und Herren, in 15 Minuten darzustellen, wie die Energiewende gelingen kann, ist nicht ganz so ambitioniert wie die Energiewende selber, aber schon eine echte Herausforderung. Ich nehme einfach noch die Minute von Herrn Gabriel und rede wie immer zu schnell. Ich hoffe also, dass ich es dann schaffe, in den 15 Minuten möglichst viel auch unterzubringen von der Sicht der Dinge, die ich vielleicht aus unternehmerischer Sicht jetzt auch beitragen kann, nach den interessanten Eingangsvorträgen, die wir gehört haben. Denn am Ende des Tages setzen natürlich auch die Unternehmen dieses Landes die Energiewende ganz praktisch um und deshalb müssen wir auf diese Punkte achten. Der BDEW vertritt rund 1.800 Mitgliedsunternehmen, alle Wertschöpfungsstufen, alle Sparten, alle Größen, Strom, Gas, Fernwärme, Erneuerbare. Insofern haben wir schon die Energiewende in uns selber sozusagen auch in der Diskussion. Wenn wir da Vorschläge machen, dann sind das ambitionierte Diskussionen auch, die wir führen, weil wir versuchen, diesen Interessensausgleich auch in uns schon darzulegen und herauszustellen. Und wenn man nicht Sparten- oder Wertschöpfungsstufen spezifisch denkt, ist das, glaube ich, in diesen Tagen ein wichtiger Vorteil auch. Es gibt leider nicht die einfache Antwort auf die Umsetzung der Energiewende. Und ich denke, das ist richtig herausgearbeitet worden. Es ist auch mehr als einfach nur viel Sonne und viel Wind. Das ist auch noch nicht Energiewende. Es ist mehr als der Ausstieg aus der Kernenergie, der Ausbau der erneuerbaren Energien, sondern wir müssen Systeme zusammenbringen, die bisher nebeneinander gestanden haben. Das haben Sie, finde ich, sehr richtig betont, Herr Gabriel. Und uns natürlich trotzdem auch mit dieser Lösung der Zukunftsfragen, Netz- und Systemintegration. Ich glaube auch nicht, dass es ein spezielles neues Marktdesign Erneuerbare gibt. Nein, es muss ein insgesamt neues Marktdesign geben, wie der Energiemarkt der Zukunft, Markt, Ausrufezeichen, denn auch in Zukunft funktionieren kann und funktionieren soll. Und das am Ende so, dass es nicht nur für Industrie und Verbraucher bezahlbar ist, sondern auch zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort die Menschen versorgt. Deshalb, lieber Dr. Bachmann, ich bin immer so mit dem Import- und Exportüberschuss, da warne ich immer ein kleines bisschen zu argumentieren, weil es wirklich, ich hätte auch sagen können, im zweiten, dritten Quartal letztes Jahr, es waren wir Nettoimporteur. Die Energiewende rechnet übrigens damit in den Zahlen, dass wir auf Dauer Nettoimporteur auch werden. Die europäische Debatte wird ja in weiten Teilen der Diskussion ausgeblendet. Sie haben ja richtigerweise darauf hingewiesen, was man auch für Strom importieren kann. Und deshalb darf die Energiewende natürlich nicht ein nationales Projekt auch bleiben. Aber die spannende Frage ist immer, an jedem Ort, zu jedem Zeitpunkt die Menschen verlässlich zu versorgen. Und da hilft uns kein Importüberschuss, wenn uns eine Region nicht versorgt ist, zum Beispiel im Süden dieses Landes. Und wenn es so eng ist, wie durchaus auch an manchen Situationen in diesem Winter auch eng gewesen ist. Ich will mich nicht in energiewirtschaftlichen Details verlieren. Ich möchte auch nicht über die wichtigen Themen sprechen, die ganz konkret auf der Tagesordnung stehen. Ich glaube, der Netzausbau ist das Wichtigste. Da wird sicherlich Herr Kohler sich nicht die Gelegenheit nehmen lassen, ein bisschen darüber zu sprechen. Stromspeicher möchte ich direkt mit erwähnen. Ich möchte auch nicht über Energieeffizienz sprechen, die Bedeutung von Kohle- und Gaskraftwerken, konventionelle Ergänzung, Kapazitätsmärkte. Das sind alles richtige und wichtige, sehr konkrete Punkte, die beantwortet werden müssen, sondern ich möchte vielleicht 8 Punkte vorstellen, die ich von übergeordneter Bedeutung halte. Und deshalb finde ich es auch sehr wertvoll, liebe Frau Professor Schwan, dass Sie diesen Dialog hier so in Gang bringen. Denn die Energiewende ist ein Gesellschaftsprojekt. Das sagt sich leicht, aber sie ist es auch wirklich. Ich unterstütze sehr ausdrücklich, was sowohl Sie, lieber Herr Gabriel, als auch die Ethikkommission und andere gesagt haben, dass es halt ein Gemeinschaftsprojekt ist.
Sie ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die nach der Wiedervereinigung sicherlich die größte in unserem Land ist, die wir bewältigen müssen. Und deshalb finde ich diesen Begriff sehr zuträglich. Und es wird eine Aufgabe sein, die uns nicht nur in diesem Jahr oder in den knapp 8 Jahren bis 2020 oder sonst wie beschäftigt, sondern es ist auch ein Generationenprojekt. Das müssen wir auch wissen. Energiewende wird uns auf Dauer begleiten. Da wird nie mal, jetzt haben wir mal alle Gesetze und jetzt soll man doch mal machen. Und dann lasst uns aber auch bitte in Ruhe damit. Hauptsache, ich kriege den Strom weiter aus der Steckdose und der ist bezahlt. So wird die Energiewende halt nicht funktionieren, sondern sie wird die aktive gesellschaftliche Beteiligung über diesen langen Prozess hin bedeuten, aller Menschen in unserem Land. Und deshalb ist es nicht nur wichtig, dass wir eine Einigung zwischen Bundesumwelt- und Bundeswirtschaftsministerium bekommen, auch die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der Verständigung zwischen Regierung und Opposition. Ich meine, am 8. Juli haben wir das mit breiter politischer Mehrheit beschlossen. Vieles bröckelt da, auch jetzt schon wieder. Wir brauchen auch mehr notwendige Kooperation zwischen Bund und Ländern. Das will ich auch ausdrücklich sagen, weil 16 Bundesländer mit 16 Energiekonzepten und am liebsten noch jeder Oberbürgermeister mit seiner autarken Gemeinde. Ein Teil der Energiewende ist aber nicht die abschließende Antwort auf die Energiewende, weil wir auch sonst ein wahnsinnig ineffizientes System vielleicht aufbauen. Wenn jeder versucht, sein eigenes kleines gallisches Dorf zu richten und auszustatten, kann das auch große Verwerfungen mit sich bringen. Manchmal reicht ein Netz zu bauen, dann braucht man gar kein neues Kraftwerk oder anderes. Und deshalb muss das in der Tat auch vernetzt werden. Und ich spreche aber auch ganz bewusst von dem Interessensausgleich zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, einer gesellschaftlichen Debatte mit allen Akteuren, den Parteien, die gehören für mich zu gesellschaftlichen Akteuren durchaus dazu, den Wohlfahrts- und Verbraucherverbänden, den Umweltschutzverbänden. Und wie schwierig das ist, das erlebt zurzeit auch manche Nichtregierungsorganisation, mancher Umweltverband, der hier aktiv die Energiewende begleitet, aber in den Diskussionen vor Ort mit der Ortsgruppe dann sehr schnell sieht, dass man trotzdem den Bau eines Netzes ablehnen kann, weil man nun glaubt, in der akuten Situation sei es aus umweltpolitischen Gründen nicht zu vertreten. Und deshalb gibt es überall neue Zielkonflikte. Und die Zielkonflikte zu benennen, meine Damen und Herren, da bitte ich wirklich auch um Redlichkeit, heißt nicht, sofort zu unterstellen, man wolle die Energiewende nicht. Ich glaube, wer diese neuen Zielkonflikte nicht benennt, der wird am Ende des Tages viel eher für ein Scheitern der Energiewende verantwortlich sein, als zu sagen, es gibt hier de facto den Schweinswal oder den Feldhamster oder den Juchtenkäfer, wen auch immer und was auch immer. Und wir müssen diese Punkte wirklich diskutieren und herausgreifen. Die Energiewende wird nämlich auch nur gelingen, wenn die Menschen vor Ort sie akzeptieren. Auch das ist ein Punkt. Wir haben zurzeit den Begriff der Energiewende gesellschaftlich positiv besetzt. Ob das allerdings konkret, wenn das dann in die Lebenswelt der Menschen hineinrückt, auch noch so sein wird, ist die Frage. Die 150 Meter hohen Windräder, die Pumpspeicherkraftwerke, die Wasserkraftanlage, neue Höchstspannungsleitungen, die Biomasseorganisation und das an der Nähe des Grundstücks mit all seinen Fragen und Herausforderungen, die das mit sich bringt. Die Tausende von Anlagen, die die 17 Kernkraftwerke entsetzen, wird auch das Landschaftsbild verändern. Und deshalb werden die Menschen vor Ort auch in diesen Prozess einbezogen werden müssen, denn bei aller abstrakten Diskussion über die Richtigkeit der Energiewende ist natürlich die persönliche Betroffenheit, sowohl in Gesundheit als auch in Eigentum, eine, die auch nicht zu diskutieren ist, sondern die Menschen erleben das in ihrer Erfahrungswelt. Und ich finde, die Modernisierung von Infrastruktur und Akzeptanz neuer Projekte, die hat ja nun auch in unserem Land nicht nur eine rühmliche Tradition. Wenn ich an Pumpspeicherkraftwerke denke, wenn ich an die Schwierigkeiten denke, über die CCS-Technologie nachzudenken. Da geht es mir nicht darum, ob ich am Ende, es eine kluge Lösung ist, eine hunderte Kilometer Pipeline wie nach Schleswig-Holstein zu bauen, sondern ist unser Land auch in der Lage, sich an Forschung- und Innovationsprojekten zu beteiligen für wichtige Herausforderungen. Denn gelingt es uns, unsere CO2-Frage in den Griff zu bekommen, weltweit nimmt die Kohleverstromung zu. Ich hätte sehr gerne deutsche führende Technologie in diesem Bereich dabei, die sich diesem Thema auch mit widmen kann. Dafür brauchen wir aber auch Technikakzeptanz und Innovationsforschung auch vor Ort. Und hier sind wir alle gefragt. Die Unternehmen brauchen Planungssicherheit, um die Energiewende zu realisieren. Das ist auch immer leicht gesagt. Sie brauchen auch dann irgendwann Vertrauen in rechtssichere Verfahren. Wir investieren Milliarden und diese Milliardeninvestitionen, die werden Ihnen auch nur von Kapitalgebern zur Verfügung gestellt werden, wenn Sie sich irgendwann in irgendeinem Verfahrenstand mal darauf verlassen können, dass die Ihnen erteilte Genehmigung auch eine ist, die auch tragfähig ist und die nicht dauerhaft weiter beklagt wird. Sonst wird es neben den anderen Herausforderungen zum Bau fossiler Kraftwerke
Da sehe ich übrigens die größte Herausforderung mittelfristig in den immer weniger Laufzeitstunden, die diese Kraftwerke haben werden und die den wirtschaftlichen Betrieb schon sehr schwierig machen. Wenn auch keine Planungssicherheit an solche Projekte kommt, dann kommen diese Milliardeninvestitionen nicht. Viertens, die Energiewende kann nur gelingen, sagt sich auch immer so gut, wenn alle Akteure bereit und in der Lage sind, Verantwortung für das Gesamtsystem zu übernehmen. Ich finde, es ist sehr richtig, das als Operation am offenen Herzen zu beschreiben. Man kann sagen, ist ja alles gut gegangen. Ich bin ja rheinisch fröhlich, komme aus Düsseldorf, kann man so, hätten wir immer Jurtjejange. Ist aber, glaube ich, auf Dauer der Energiewende oder der Situation nicht gerecht werden. Es gab schon schwierige Momente. Es gab eine glückliche Wetterfügung im letzten Jahr. Wir hatten Ostern 25 Grad, im Sommer hat es geregnet und der Winter war Herbst. Also der Herbst war nochmal sehr, sehr schön. Das ist energiepolitisch, ehrlich gesagt, für die Stabilität eine sehr gute Situation. Wir hatten aber auch Kältephasen. Wenn da zum Beispiel jetzt erst der Schnee gefallen wäre und dann der Frost gekommen wäre, hätte die Photovoltaik uns so nicht retten können. Oder am 13. Februar zum Beispiel, keine paar Tage später nach den extremen Kälteereignissen, hatten wir nur ein 50stel der installierten Leistung aus erneuerbaren Energien am Netz, weil es halt bedeckt war, weil es Inversionswetter war, die in bestimmten Regionen die Windanlagen nicht gegangen sind. Und diese extreme Volatilität ist natürlich eine enorme technische und praktische Herausforderung, nicht nur für die Netzbetreiber. Diese Herausforderung auch hier zu benennen, stellen auch die Ziele nicht in Frage, aber ich sage das bei denen, die banalisieren an bestimmten Punkten, dass wir ehrlich mit diesen Schwankungen umgehen müssen. 1000 Megawatt erneuerbare sind halt noch nicht 1000 Megawatt Kernenergie in den 8760 Stunden, die wir in jedem Jahr haben und die wir dann angehen müssen. Die Systemdienstleistungen, die erneuerbaren Energien übernehmen müssen, ich glaube, das haben Sie sehr richtig beschrieben, Herr Gabriel, deshalb will ich nicht stärker darauf eingehen. Lassen Sie mich nur eine Bemerkung zur aktuellen Photovoltaik-Diskussion machen, weil ich finde, dass wir neben der reinen Frage, wie hoch der finanzielle Aufwand ist, da sage ich gleich noch zwei Worte zu, für die Energiewende natürlich auch zunehmend die Systemverantwortlichkeit sehen müssen. 20% erneuerbare, zweitwichtigster Träger. Und da muss ich gerade in der Photovoltaik mal offen sagen, ich finde es sehr legitim, wenn man industriepolitisch agieren möchte. Wenn wir den hohen Forschung- und Entwicklungsstand, den deutsche Unternehmen in diesem Bereich haben, auch weiter unterstützen wollen. Da muss man das aber mit industriepolitischen Instrumenten oder mit Forschungs-Innovationsmitteln tun, die dort anzubringen sind. Mit dem EEG die PV im Land zu halten, Entschuldigung, das ist, als ob Sie mit einer Schrotflinte auf den Hasen schießen. Ich kann das nicht anders sagen. Weil das, was von der EEG-Vergütung am Ende des Tages noch hier ankommt, es mag vielleicht unbequem sein, aber ich glaube, die deutschen Hersteller werden in Masse mit China nicht mithalten können, sondern nur in Klasse. Und deshalb muss ich Klasse fördern. Und das finde ich so wichtig, dass wir auch die Erneuerbaren nicht da zum dauerhaften Subventionsempfänger machen, sondern sie auch motivieren, weiter spitze zu bleiben in Forschung und Entwicklung. Das war ja die gute Idee des EEGs am Anfang, nur jetzt sind wir in einer anderen Phase. Denn, wie gesagt, Energiewende muss sozialverträglich sein, das ist die fünfte These, 14,1 Milliarden in diesem Jahr, mehr als das Doppelte des Länderfinanzausgleichs. In Berlin kann man das immer sagen, unsere bayerischen Brüder und Schwestern, die immer sehr darauf dringen, dass der Länderfinanzausgleich in einer guten Balance ist. Nach Bayern fließen über 1 Milliarde Euro netto mehr an die Betreiber von erneuerbaren Anlagen. Das hat natürlich auch was mit Geografie zu tun. Zum einen, die Landwirte freuen sich sehr. Und zum anderen aber auch mit Sozialstruktur. Viele Eigenheimbesitzer und Sonstiges. Berlin hat da eine Negativbilanz, 280 Millionen. Das hat ja nichts mit dem Willen zu tun in Berlin, nicht erneuerbare Energien auszubauen, sondern mit Fläche und mit Eigenheimstruktur und anderen Dingen. Das gilt auch zu benennen. Und ich glaube auch, dass es nicht zu unterschätzen ist, dass die Bürger das werden auch bezahlen müssen. Und dann kann man mal sagen, hier in diesen Räumen kann man doch relativ sicher sein, dass die Bereitschaft und das Vermögen dazu da ist. Aber ein paar Kilometer weiter von hier in Berlin gibt es andere soziale Verhältnisse. Und mit den Menschen müssen wir das auch diskutieren, dass es bezahlbar bleibt. Und deshalb nehme ich das Angebot zu einer Strukturdiskussion über das EEG gerne auf. Sie war bisher, das sage ich aber auch politisch, durchaus auch in Ihrer Partei ein bisschen umstritten, ob man diese Strukturreform über das EEG schon führen kann. Lassen Sie uns mal mit beginnen, die Fragen an das EEG zu formulieren, die sagen, was ist da eigentlich in den nächsten paar Jahren die Herausforderung, die auf das Instrument zukommen, wie wir das ausgestalten können. Sechstens, wir brauchen einen neuen Konsens über das Spannungsverhältnis zwischen Wettbewerb und Regulierung. Ich habe das schon genannt, das Thema Markt.
Wir sind so stolz, 5000 Tage Liberalisierung hatten wir Anfang Januar. Wir haben uns gefreut, dass wir die Unternehmen in den Wettbewerb gestellt haben. Wir freuen uns, dass die Stadtwerke selbstbewusst werden, dass wir Vielfältigkeit haben und bekommen, ist alles richtig und wichtig. Aber wir brauchen natürlich auch noch ein Umgebungsfeld, in dem diese Unternehmen sich auch unternehmerisch betätigen können. Politik ist sehr stark zurück in der Energiewirtschaft und das nicht nur im Setzen von Zielen, sondern auch oft in der konkreten Benennung von Maßnahmen und Instrumenten, die dann schon kaum noch unternehmerisches Handeln ermöglichen, sondern schlichte Umsetzungsprozesse haben. Und ob da immer die Suche nach dem besten Instrument ausdrücklich da ist, das ist der eine Punkt. Und das zweite, dazu bekenne ich mich durchaus auch ausdrücklich als Verband, der ja die Spannbreite der energiewirtschaftlichen Unternehmen vertritt. Wir brauchen natürlich starke Stadtwerke. Dezentralität ist da eine ganz neue Chance. Aber wir brauchen auch die großen international agierenden Unternehmen, die auch in der Lage sind, das, was wir hier machen, in einen europäischen Kontext auch zu stellen, die auch diese Investitionen überhaupt finanziell noch stemmen können und die auch hier relevante Player sein werden. Und ich fände es gut, wenn das auch nicht politisch eine Unternehmensgröße irgendwie gewünscht oder sonst was wird, sondern wenn sich die Kraft der Unternehmen in unserem Land da auch weiterentwickeln kann. Siebtens, die Energiewende muss europäisch gedacht werden. Das ist in der Tat, finde ich, noch ein erhebliches Defizit. Denn das Thema, ich habe das eben gesagt, energieautarke Bundesländer, Kommunen und Gemeinden, müssen wir zum einen auch mal die Realitäten des europäischen Binnenmarktes zur Kenntnis nehmen. Wir können die Strombörse in Leipzig nicht einfach abschließen. Wir können übrigens auch physikalische Stromflüsse nach Polen und Tschechien nicht abstellen oder sonstiges. Sondern wir haben ja auch ein Interesse daran, dass diese Energiewende nicht nur ein nationales Projekt bleibt. Sie kann auch nur funktionieren, wenn sie sich europäisch einbettet. Wenn Nachbarländer um uns herum antizyklisch arbeiten und wir am Ende den Strom importieren hier in Deutschland, haben wir nichts gewonnen, fürs Klima auch nicht. Und ich finde, das muss ich übrigens auch sagen, dass der europäische Druck hochgehalten werden muss, dass andere Länder genauso ambitioniert bei diesem Thema bleiben. Weil es ansonsten eine doppelte Verschärfung der Situation der Industrieunternehmen in diesem Land ist, dass sie nicht nur diese Energiewende angehen, sondern dass sie auch noch gegen andere Länder arbeiten müssen, die die Energiepolitik als moderne Industriepolitik begreifen. Und da sind wir von vielen Ländern schon europäisch umgeben, da braucht man gar nicht an Asien oder anderes denken. Da gibt es viele Ausnahmegenehmigungen, da gibt es viele Anpassungsprozesse. Ich erwarte das auch so lange Jahre nach auch Ereignissen in Osteuropa zum Beispiel, auch Osteuropa sich der CO2-Frage anders stellt, als sie das heute tun. Die deutschen Unternehmen alleine werden die europäischen Ziele jedenfalls nicht erreichen können. Und deshalb ist diese Interaktion genauso wichtig, nicht nur fürs Weltklima, sondern auch für die Frage, ob das unternehmerisch gelingt und damit auch ein Exportmodell überhaupt werden kann. Ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen mehr Kooperation und Koordination. Da bin ich sehr ausdrücklich bei dem, auch was gefordert ist. Man kann jetzt beklagen, ob die Bundesregierung da immer einer Meinung ist oder nicht. Das Thema geht in der Tat viel tiefer. Ich glaube auch, dass die Bund-Länder-Koordination ein ganz wesentliches Instrument wäre. Jetzt haben Sie eben noch vorgelesen, dass ich das mal gemacht habe. Aber dann weiß man ja, wie das ist mit den Ministerpräsidenten und wie man die auch miteinander einbringen muss. Ich finde es schon sehr, sehr wichtig, dass wir hier nicht auch nur sage ich jetzt offen, Herr Gabe, das ist die Bundesregierung. Das ist legitim, dass Sie das sagen. Es hätte mich überrascht, wenn Sie anders gesagt hätten. Aber es ist genauso wichtig, dass auch im Bundesrat natürlich die Länder ihre Verantwortung beweisen. Und bei der energetischen Gebäudesanierung, um mal einen Punkt rauszugreifen, finde ich, sind auch in die Länder insbesondere in der Pflicht. Denn die Wertschöpfung bleibt auch in einem hohen Maße in den Ländern selber. 1 Euro Investition, der 8 Euro weiterer auslöst, das bleibt vor Ort beim Handel, Handwerk und Gewerbe und führt bei den Ländern zu Einnahmen. Ich finde, das gehört auch zur ehrlichen Debatte dazu. Also mehr Koordination, ja, aber dann nicht nur die Bundesregierung besser vernetzen, sondern aktiv die Bundesländer. Dann wären wir schon mal einen Schritt weiter in diesen Dialog einbinden. Am Ende des Tages ist es vielleicht egal, ob wir 2050 oder 2051 80% der Erneuerbaren haben, des Stroms, 80% Primärenergie im Wärmebereich einsparen oder die CO2-Reduktion auf 80-95% setzen. Entscheidend ist, dass wir den Pfad nicht verlassen. Und entscheidend ist, dass, wenn wir über den Pfad reden, auch ein bisschen nüchtern mal zum Beispiel überlegen, so ein Netzausbaubeschleunigungsgesetz, führt das zu den Erfolgen, die wir uns gedacht haben? Und das ist, wenn es so ist in 2 Jahren, dass wir sagen, es reicht noch nicht, dass wir dann nicht, dass wieder eine Grundsatzdebatte aufmachen, wieder bei Null anfangen, will man die Energiewende, will man nicht, sondern dass man einfach nachjustiert. Da bin ich wieder abschließend beim Generationenprojekt
und deshalb auch abschließend dabei, wie wertvoll ich den Dialog hier heute finde. Es wird an uns allen liegen, ob die Energiewende den langen Atem hat, den sie braucht. Die Bereitschaft von uns ist da. Mein Verband bekennt sich ausdrücklich zu den Zielen. Ich will das auch nochmal sagen. Es ist ein Prozess, über den wir sehr intern strittig diskutiert haben, für den die Unternehmen sich sehr, sehr anstrengen möchten, aber sie werden ihn begleiten. Aber dann fordern wir von anderen genauso diese Ehrlichkeit ein, die offenen Fragen zu diskutieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Müller, für diese lebendige, temperamentvolle Darstellung Ihrer Gesichtspunkte. Ich habe intern ein bisschen hin und her geschwankt, ob wir eine kleine